If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Is it done, the done, done? I still got... Herzlich willkommen Leute zu einer Runde Bedwars auf der Map 4 auf dem GommaHD.net Server. Und mit dabei ist Melda. Hi. Am Handy. Ja. Genau. So, wir nehmen heute gemeinsam das Hashtag AskMultivideo auf. Ihr habt mir Fragen gestellt über Twitter und dann teilweise ja, und die doch auch noch über YouTube, obwohl ich eigentlich gesagt habe über Twitter. Ja gut, und Melda liest die Fragen jetzt vor und ich versuche sie zu beantworten. Ja. Frage Nummer 1. Sag doch auch gleich noch von wem. Rima Boy schreibt Hashtag AskMulti. Was stört dich am meisten daran, wenn man dich Dissi nennt? Okay. Rima, mach das nie wieder. Denn du weißt, dass mir das stört. Nee, der Grund dazu ist eigentlich relativ einfach. In der Schule, ja, da gibt es einfach so gewisse Leute, die nennen mich zum Spaß einfach Disser. Also die ist er und nicht die sie. Und das stört mich persönlich an den wenig, wenn man mich Dissi nennt, auch im Internet. Und deshalb, nee, lieber nicht. Ja, der Name passt mir überhaupt nicht. Aber passt meiner Meinung nach auch überhaupt nicht zu mir. Und deshalb, nope. Please, nicht Dissi oder Disser nennen, sondern einfach Multi. Das reicht schon komplett. Zweite Frage. Nexus schreibt Hashtag AskMulti. Wann streamst du mal wieder? Morgen um 8 Uhr. Wie immer. Ja, genau. Ich sehe immer von 8 bis 12 Uhr. So eigentlich noch Sommerferien habe. Irgendein Max schreibt Hashtag AskMulti. Hast du vor öfters, warte mal, ich kann das nicht gerade nicht lesen irgendwie. CSGO zu spielen, öfters CSGO zu spielen oder muss ich halbes Jahr bis zum nächsten 24 Stunden Stream warten? Achso, ja, es ist so, ich habe gestern Abend mit Sky Disco ein bisschen CSGO gespielt, dann so ein bisschen Deathmatch gezockt, damit ich im Level und so weiter auch ein bisschen aufsteige. Und ich muss schon sagen, es hat mir echt Spaß gemacht. Also, es könnte auch gut sein, dass demnächst im Stream einfach wieder mal so ein bisschen CSGO kommt, wenn ich gerade Bock drauf habe, aber ich muss schon sagen, so ein bisschen die Vorurteile gegenüber CSGO, die sind weg bei mir in dem Sinn. Weil einfach, ja, grundsätzlich, ich habe CSGO jetzt einmal gezockt und dann halt wieder mit Sky und das hat mir echt Spaß gemacht. Also, ja, CSGO könnte man schon mal zocken demnächst wieder. Ja, soll ich weitermachen? Ja, mach weiter einfach, sobald ich ruhig bin. Ja, Enrico schreibt Hashtag AskMulti. Kann man mit dir aufnehmen? Klar kann man. Komm einfach auf den Test am Abend, ja, und lande eins. Solange ich noch Ferien habe, kann man das immer tun. Solange ich Zeit habe. Bei nach den Sommerferien wird sich einiges ändern, aber dazu gibt es ja nochmal ein separates Video. Bei Bedarf. Kai schreibt, was ist dein Abonnentenziel, was du gerne haben möchtest? 15.000 aktive Abonnenten, weil dadurch bekommt man YouTube-Rang auf Gomme und das würde ich übelst gerne mal haben. Und der echte, eben aktive Abonnenten. Das ist mir wichtig. Der echte Delta schreibt, Hashtag AskMulti, was war der höchste Betrag, höchste Betrag, den du jemals auf Twitter gespendet bekommen hast? Auf Twitter? Ja. Auf Twitter habe ich noch nie was gespendet bekommen. Okay. Das war eine 50er PSC vom lieben Mario, auch als King 07 bekannt, glaube ich. Ja. Von ihm war das. Das ist aber schon etwas länger hier. Okay, Fabio schreibt, wie würdest du reagieren, wenn du wüsstest, dass du ein Jahr kein Internet haben wirst? Keine Ahnung. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich denke, ja. Ist eine schwierige Sache. Ich weiß echt nicht. Ein Jahr kein Internet. Also gut, die Frage ist dann nur, wie die Reaktion von mir wäre, nicht was ich tun würde, ne? Keine Ahnung. Ich würde mich umbringen? Nee, das ist echt. Das ist echt eine schwierige Frage eigentlich. Ein Jahr kein Internet, ja, keine Ahnung, ich würde irgendwie. Ich denke, weil ich würde einem Zusatz oder ein paar Vereinen beitreten, damit ich was zu tun habe, wenn ich kein Internet habe oder so. Keine Ahnung. Ja, sowas vielleicht. Aber wie ich reagieren würde, keine Ahnung. Oh.
Nächste Frage. Hashtag AskMulti, was willst du noch alles erreichen und wann holst du dir die neue Maustastatur? /Tastatur. Also ich möchte ganz bestimmt, also wir sind eigentlich schon echt ein langes Ziel von mir, die Twitch-Partnerschaft erreichen auf Twitch, und was ich auf YouTube erreichen möchte, ist, wie gesagt, oder wirklich ein sehr, sehr großes Ziel, auch schon nicht das längere Ziel von mir. Ich möchte wieder eine aktive Community und die hinkriegen, was irgendwie teilweise bereits gelungen ist bisher, aber es muss auf jeden Fall noch besser werden. Und ja, die neue Maus und Tastatur, ja, wenn ich mir die hole, keine Ahnung, dann, wenn ich das nächste Mal einfach in St. Gallen bin und so in der Stadt, denke ich mal, hole ich mir das dann. Also ich werde mir, wie gesagt, die Maus zuerst holen. Tastatur könnte eventuell wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, weil, wie gesagt, da fehlen uns ja noch etwa 30 Euro und ich weiß nicht genau, wann wir das Ganze knacken werden oder das Nation Goal in dem Sinn halt komplett haben. Ja, einfach sobald das auch komplett ist, auch mit Tastatur wahrscheinlich auch holen. Ja, jetzt nächste Frage. Ja. Shizzy Plays, ja. Hashtag AskMulti, wie bist du auf YouTube gekommen? Auf YouTube bin ich gekommen durch einen Schulkollegen. Ganz einfach. Okay. Also, Moment mal. Das erste Mal von YouTube gehört habe ich von meinem Cousin. Und auf YouTube gekommen nachher, dass ich auch mal selbst draufgeschaut habe und mir so ein Video angeschaut habe. Das war dann, ja, das war dann durch einen Schulkollegen von mir. Nächste Frage? Ja. Okay, der Hupsi schreibt, Hashtag AskMulti, bist du schon besser in CSGO? Ja, die Frage ist jetzt, ja gut, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein bisschen besser, und das ist ein Skill-Anstieg, wenn man das so nennen kann, glaube ich, ja. Aber ich bin immer noch, wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, 97 Erfahrungspunkte oder so, bisher. Mir nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall, wenn man sagen, nicht allzu schlecht. Und ja, was kann man sonst noch dazu sagen? Das wird jetzt dann gleich ein Battle Token, genau. Okay. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht viel gespielt, aber ein bisschen das, ja, besser würde ich es jetzt haben. Ein bisschen besser bin ich schon, ja. Okay, nächste Frage. Wenn ich mich ein bisschen verplappere oder so, dann nicht mir Schuld geben. Kumpi Crafter schreibt, Hashtag AskMulti, machst du nach Sovan 2 in anderen Projekten mit, und wenn du, und wenn ja, in welchem Minecraft-Projektbereich hast du Interesse? Also. Na gut, also wenn ihr dieses Video seht, dann wird bereits auch die letzte Folge von Servern draußen sein, weil, ja, ich bin rausgefunden bei Servern. Ja, ich werde jetzt aktuell wahrscheinlich beim Streamer-Projekt von Lucaser weitermachen, also wenn es überhaupt mal startet, dann, das wird nämlich Anfang August starten. Dieses Streamer-Projekt ist nämlich ein Varo-Projekt, was einfach nur gestreamt wird im Prinzip. Auf YouTube wird es auch bald ein neues Projekt geben, da habe ich der liebe Schlübi dazu eingeladen. Ja, um was es da genau gehen wird, möchte ich jetzt noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall etwas in Richtung Roleplay-Projekt. Und ich stelle mir das extrem geil vor. Und ja, das wird so als nächstes dann noch kommen, was ich so geplant habe. Okay, nächste Frage. Okay, das ist aber jetzt die letzte Frage. Okay. Kaio Boss schreibt, Hashtag AskMulti, wenn deine Freundin sagen würde, mache Schluss mit dir oder hörst mit Twitch und auf YouTube auf, für was würdest du entscheiden? Oder? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich mache YouTube und Twitch nach wie vor nach dem Prinzip, Real Life geht vor dem ganzen Müll oder Scheiß oder was auch immer. Und ja, deshalb, ich denke mal, ich würde mich tatsächlich für Freunde entscheiden im ersten Moment. Das heißt aber nicht wahrscheinlich, dass ich irgendwie YouTube, mein YouTube-Kanal oder irgend sowas löschen werde. Oder Twitch-Kanal und so weiter, weil das liegt mir auch sehr am Herzen, das Ganze, die ganze Community und was ich aufgebaut habe in den letzten über, ja, beinahe 4 Jahre jetzt dann. Ich sehe gerade, das ist auch eine Frage. Ja, okay, und um das noch ein bisschen auszuweiten, was sonst noch.
für ein Zusammengehörig nicht mehr. Ich denke mal, ich werde halt einfach wahrscheinlich über eine gewisse Zeit oder so inaktiv werden. Und ja, und die versuchen, mit meiner Freundin auf einen gemeinsamen Weg zu kommen, denn ja, die mit Twitch und YouTube aufzuhören. Ich kann es mir im Moment fast nicht vorstellen, aber ja, Real Life geht vor, das Ganze. Das ist wohl nach wie vor so. Die ist noch die letzte Frage. Die letzte Frage. Fighting Panda schreibt, Hashtag AskMulti, wie lange willst du noch YouTube bzw. Twitch durchziehen? Die Frage ist so scheiße unnötig, sorry. denn grundsätzlich macht man ja YouTube oder Twitch aus dem Grund, dass man Spaß dran hat. Das heißt, ich werde das Ganze so lange machen, wie ich Spaß dran habe. Ganz einfach. Was? So, okay. Ja, das wären alle Fragen gewesen, denke ich mal, ne? Yep. Okay. Ja, wir haben hier 3 Runden Battles gespielt im Hintergrund. Alle waren relativ scheiße, behaupte ich mal. Denn wir hatten so einen schönen, lieben Tassel mal wieder dabei. Und ja, der hat halt mitgespielt. Ich hätte Nachtschrank auch ausmachen sollen. Ah, okay. What? Alles klar, Melda ist nicht mehr da. Gut, dann bedanke ich mich aber jedenfalls bei Melda, dass sie mitgemacht hat und mir die Fragen vorgelesen hat. Und ja, das war das zweite Hashtag AskMulti, denn ich habe schon mal eins gemacht vor 2-3 Monaten, glaube ich. Ja, wann es das nächste geben wird, weiß ich noch nicht, keine Ahnung, irgendwann mal. Und ja, ich möchte auf jeden Fall auch noch eine Frage beantworten, die mir in letzter Zeit sehr, sehr oft gestellt wurde, nämlich, wann kommt das Skinpack? Und ja, das Skinpack, das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen kommen, denn ich habe Skins bekommen von Tassel unter anderem, von Nertex MC und noch einen von, ich weiß nicht genau wem. Die sind auf jeden Fall alle sehr, sehr geil und ja, das Skinpack wird, glaube ich, 11 Skins umfassen und es wird, wie gesagt, in den nächsten Tagen ja noch kommen dann mal. Und was ich sonst noch fragen wollte, da ist eigentlich gerade noch eine Frage reingekommen in die Kommentare von YouTube, habe ich gesehen. Nämlich, da hat doch tatsächlich jemand gefragt, Mundi, kannst du bitte mehr Minigames machen? Und ich dachte einfach so, Junge, gib dir eine Facepalm. Wie viele Minigames mache ich auf YouTube? Und wie viele Minigames mache ich auf Twitch? Ja, und die 75% meiner Videos sind Minigames. Also, wenn man Clickviews nicht dazu berechnet, natürlich. Und auf Twitch, ich meine, ich stream Samstag und Sonntag hier, wenn es Modpack und Montag bis Freitag Minigames. Von dem her, die Frage ist ziemlich unbegründet. Vielleicht war sie auch ironisch gestellt. Aber okay, ich würde sagen, Leute, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und tschüssi!